Willkommen zu einer weiteren Demo. Wir spielen diesmal Kunai. Ich hoffe mal, das wird so ausgesprochen. Das habe ich schon vor einer ganzen Weile mal gesehen und ich fand den Artstyle eigentlich einfach mal mega. Und als ich jetzt mal Demos mir angeguckt hatte auf Steam, war das mit dabei. Und da gucken wir jetzt einfach mal rein, wie das so ist. Ich habe es neulich mal für die Switch erworben, aber tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe Bock drauf. Gucken uns das mal an. Auf jeden Fall sehr laut. Und ich habe schon die Musik und den Sound extrem runtergeschraubt eigentlich. Aren't we all craving success? Trying to make the world a better place. Wanting to create a better future. A livable future. So much so that it wears us down. Only to realize that once we find it, once we perfect it, we can lose ourselves in it. And reap what we sow. There's no going back. But there's always hope. Hope that someone or something out there will save us from the tyranny. Keine Zeit zu verlieren. Hinauf in den Terminal und auf geht's. Los. Die Kapsel ist funktionstüchtig, Kommandant. Scheinbar ist es die, nach der wir gesucht haben. Unsere Mühen zahlen sich endlich aus. Öffnen wir das Baby. Eindringlinge entdeckt. Entferne Bedrohung. Komm und hol mich, du Stück Schrott. Okay, und ich dachte, die Blauen sind bösen, aber scheinbar nicht. Das waren die Guten. Oh, wir sind auch blau. Ui! Tank 0, Statusfehler 404. Sprung. Ach so, wegen dem Ding hier. Okay. Zum Glück konntest du noch aktiviert werden. Für mich ist es wahrscheinlich zu spät, aber du musst hier raus. Schnell, hüpf runter und sieh zu, dass du rauskommst, bevor sie dich finden. Kann ich hier eigentlich... Aha. Ah, gespeichert und aufgeladen, okay. Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Oder wir kriegen eine Waffe, um hier durchzubrechen. Nein! Oh.
Das ist doch der große Roboter von eben, oder? Ein leuchtend rotes Katana steckt in einem zerstörten Roboter. Irgendwie zerrt das Katana an deiner winzigen Roboterseele. Angriff mit X. Der guckt dann so böse. Ja, yeah, wusste ich doch, das war... Irgendwelche Münzen, okay. Doppelsprung gibt's nicht. Das Schwert, das du trägst. Die Klinge besteht aus einer energieentziehenden Legierung. Du kannst sie verwenden, um deinen Feinden Energie zu entziehen. Ich wünschte, ich hätte eine... Sehr schön. Oben war da auch noch was, oder? Das geht nicht. Können wir das Geröll zerstören? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, der erste Kampf war. Okay, das macht auf jeden Fall schon mal Spaß. Oh! Der ist einfach mal schön weitergelaufen. Gefallene Stadt. Hey, du bist das... Suche das Lager des Widerstands auf. Sie werden dir helfen. Mit mir geht es zu Ende. Mir fällt jetzt erst auf, dass unser Kopf so ein iPad-Gedöns ist. Und bei den anderen sind es halt überall diese Röhrenmonitore. Darf ich hier runterfallen? Ah, ich muss da runter, okay. Scheiße. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch der Widerstand lebt weiter. Okay, da kommen wir nicht durch. Alter! Okay.
Oh, guck mal an. Was ist das denn? Guck mal, wie er guckt. Ah, ein Stück von einem Herzen. Hey, willkommen in meinem kleinen Kanalisationsheiligtum. Bleib so lange du möchtest. Alter! Das sind schon mal Scheißgegner. Nein! Hallo? Wo sind wir denn jetzt hier landet? Verwunschene Fabrik. Oh oh. Sie haben noch einen geschickt, nach all den Jahren. Ich hoffe, du hältst länger als die anderen. Warum bist du hierher gekommen? Dieser Ort ist furchtbar böse. Verschwinde, solange du noch kannst. Was machst du denn hier? Die Tür hat sich hinter dir geschlossen? Ich habe gehört, hinter dieser Tür wird an experimentellen Waffen gearbeitet. Die könnten uns gerade recht kommen. Scheiße, ich wollte eigentlich nach unten noch. TBY-Modell entdeckt. Kompatibilität wird geprüft. Sämtliche Tests bestanden. Öffne Tür zur rechten Kunai. Eine scharfe Waffe, ein Seil hängt mitten in der Luft. Du nimmst das Kunai an dich. Ah, wie bei Worms früher. Der Blick von dem Vieh ist zu geil. Ah, ich kann das auch mehrmals. Das ist nice. Komme ich hier wieder raus? Nee. Oh. Ein zweites Kunai. Wie schön. Okay. Eintrag im Dr. Limon Kurs Logbuch vom 1. August 3029. Die Manövrierfähigkeit unserer Testobjekte, die Kunai verwenden, hat sich signifikant verbessert.
Unsere menschlichen Testobjekte konnten das Kunai nicht mit maximaler Effektivität nutzen. Ihre mechanischen Gegenparts haben sich in der Verwendung des Kunai als herausragend erwiesen. Ich wäge es ab, ein größeres Teil unseres FOI-Budgets in weitere KI-Entwicklung zu investieren. Gezeigt ist Dr. Lemonkus. Und hier geht's dann in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.